Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Firma MKBTech. Da die Videos so gut ankommen, die Update-Videos so gut ankommen von jedem Monat, dachte ich, ich greife mal die Kamera, weil aktuell wieder recht viel los ist hier bei uns auf dem Hof, in der Werkstatt, bei den Jungs. Demnach dachte ich, weißt du was, schnapp doch einfach mal ganz wild die Kamera und laber mal ein bisschen drauf los. Können wir auch direkt loslegen, kann ich euch zeigen. Wisst ihr was, wir gehen am besten mal rüber rein, das ist am einfachsten. Hier könnt ihr nochmal den Raum sehen, ich weiß gar nicht, was zuletzt Stand der Dinge war. Ein paar Schildchen sind neu gekommen, der Schrank ist jetzt hier schön in der Ecke. Ja, weiß nicht, ob euch das interessiert, aber so sieht es aktuell hier raus. Kommt uns nochmal besuchen, falls ihr noch nicht hier wart, dann könnt ihr das auch live sehen. Hier gibt es allerdings ein cooles Update und zwar könnt ihr sehen, ist jetzt hier endlich Licht in diesem kleinen Tunnel. Das heißt, ich muss nicht immer mit der Lampe versuchen, hoch und runter zu zeigen und es kompliziert zu machen, sondern ihr könnt wirklich live mit dabei sein, wenn hier die Dinger auf der Bühne sind. Wo wir auch schon gleich beim Thema sind. Könnt ihr mal schauen, Öllacke hier. Hier auf der Bühne ist ein SL600. Das könnt ihr euch mal schauen. Dazu gibt es übrigens ein einzelnes Video, das heißt... Könnt ihr euch darauf freuen? Ich glaube, ich werde es in Englisch machen, aber hier die Öllake ist natürlich vom allerfeinsten. Wir sollen hier bei dem Fahrzeug die Kabelbäume machen, sprich Anlassleitungssatz, Motorkabelbaum und so weiter und so fort, Luftmassenmesser. Aber schaut euch mal an, wie das hier alles glänzt wie Affenarsch. Also das ist hier richtig viel Öl. Ich muss bald mal schauen, woher das kommt und wie genau wir uns da vertiefen in das Ganze, weil... Ja, irgendwie bei diesen V12-Motoren, wie ich das auch schon so oft kommuniziert habe mit euch allen, hoffentlich die uns hier verfolgen, es gibt leider keine halben Sachen mehr bei diesen Motoren. Die sind einfach so komplex, die sind so groß, es macht so schwer, immer daran zu arbeiten, egal was man da macht. Alleine für so einen Anlassleitungssatz, den ein- und auszubauen bei so einem Gerät, das ist schon komplex, weil man muss wirklich... Über den Anlasser, über die Lichtmaschine, über den Motorlager gehen, Verkleidung abmachen, wo halt kein Platz ist. Und dann, wenn dann noch so eine Ölkombination mit drauf ist, ich glaube, Motorlager sollten sogar auch neu kommen. Ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Ich muss auch den Kunden Rücksprache halten, beziehungsweise erstmal selber mir eine Platte machen. Wie gesagt, Video wird wahrscheinlich auf Englisch kommen. Also für alle Leute, die da Bock haben, schaut gerne mal rein. Ansonsten kann ich euch sagen, hat mein Karosseriemeister leider immer noch nicht die Fahrzeuge abgeholt, die geschweißt werden müssen. Aber wir werden uns diese Woche noch an den V8 machen. Das heißt, ich habe jetzt schon eine Kontaktadresse zum Gelbverzinken bekommen, weil ich will den wirklich schnieke haben danach. Das heißt, alle Schrauben oder auch alle Befestigungspunkte, die ihr hier seht, die will ich wieder schön goldstrahlend haben. Und wir geben uns jetzt hier richtig Mühe, dass das Ding halt auch am Ende richtig taco aussieht, dass das mehr oder weniger Showroom-Qualität, falls das Ding nicht laufen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dass ich das dann hier in den Ausstellungsraum stelle und dass ich mir das jeden Tag genauer in Ruhe angucken kann. Was haben wir noch? Draußen auf dem Hof zum Beispiel kann ich euch zeigen. Ist heute ein 124er gekommen, offensichtlich aus den USA. Sieht eigentlich ganz schnieke aus, kann ich euch mal von drinnen zeigen. Mit recht besonderem beigen Leder. Also die Farbe, glaube ich, ist ein bisschen besonders, ehrlicherweise. Das Leder jetzt nicht unbedingt, aber die Farbe ist besonders. Scheint ein Ami zu sein, hat einen Meilentacho, hat hinten auch die Kennzeichen. Und der hat schon von uns Kabelbaum und Drosselklappe bekommen. Aber die Werkstatt hat es wohl nicht ganz gebacken bekommen, den richtig zu verbauen, beziehungsweise den auch anzulernen. Und haben auch hier, sehe ich gerade, Stecker noch kaputt gemacht, die eigentlich von uns zusammengelötet werden. Das heißt, hier müssen wir auch nochmal ran, um das wieder schick zu machen, damit das wieder einigermaßen ist. Und ein bisschen blöd für den Kunden tatsächlich, weil logischerweise hätte er uns den Wagen auch einfach so bringen können. Jetzt ist es natürlich, ja, wenn da andere Leute die Finger dran hatten, haben, wie auch immer, ist immer schwierig. Aber das kriegen wir schon irgendwie vom Eis, die Kuh. Mal gucken, was für der Drosselklappe ist. Aktuell ist es, glaube ich, so, ich habe es noch nicht probiert, weil der ADAC hat ihn einfach nur hier angeschleppt, aber aktuell soll es so sein, dass sie wohl bei 4000 Umdrehungen permanent, dass das der Anfangspunkt ist sozusagen. Kann sein, dass da irgendwie ein Schlag ist, müssen wir mal schauen. Ja, wahrscheinlich machen wir das heute auch noch in dem Video und können wir mal zusammen nochmal gucken. Ansonsten können wir die Jungs auch mal besuchen gehen. Die sitzen hier in dem Räumchen, wie immer. Schauen wir mal, was die aktuell machen. Müssen wir der Alexa aus. Müssen wir Alexa noch sagen, dass sie ruhig sein soll. Leo hat, glaube ich, auch schon wie beim letzten Video
einen Sechszylinder gerade auf dem Tisch liegen, der gemacht werden muss. Da könnt ihr mal sehen, ist das noch die Reste von dem alten. Mal für so ein Beispiel haben, wie der alte aussieht. Das geht sogar noch vom Zustand her. Also der war jetzt gar keine Riesenkatastrophe. Aber neu ist halt neu. Das heißt, ein paar Stränge müssen noch gemacht werden. Das wird noch eine Weile dauern. Flo macht gerade einen Anlasserleitungssatz für einen V8, glaube ich, ist es, wenn ich mich nicht täusche. Oder V12 müsste sogar sein. Ich weiß es gar nicht genau. Ansonsten liegt da unten noch eine Drosselklappe. Jungs, alles gut soweit? Alles prima. Alles prima. So habe ich das einfach gerne hier in der FIS. Es muss immer einfach alles prima laufen, alle Spaß haben. Es muss immer weitergehen und die sollen einfach nur machen. Genauso wie es hier steht. Jeden Tag aufs Neue zur Erinnerung. Spaß beiseite, alles gut. Ich würde sagen, dass ich jetzt noch einmal mit euch wahrscheinlich sogar zusammen, wenn ihr Lust habt, ist ja ein Alltagsvideo, muss ich hier den Getriebeölpumper zurückgeben, weil unser kaputt gegangen ist. Aber wir haben jetzt schon neun, den habe ich mir kurz ausgeliehen. Dann will ich mir noch ein Auto angucken, abseits von dem, was wir normalerweise immer stattfindet. Das ist ein 212er. Für meinen Bruder tatsächlich, der möchte auch so einen haben, weil wir auch als Familie so einen Alltagswagen haben und der ganz solide ist. Aber auch da habe ich mal eine Frage an alle Leute, die einen 212er aktuell fahren. Also so eine Bombe hier. Das ist ein 350er Diesel. Sagt mir mal bitte, ob bei euch, falls ihr sowas habt, ob das Getriebe auch immer so eine Denksekunde braucht, bis es denn schaltet. Also es ist bei mir aktuell so, dass man gibt Gas und es dauert tatsächlich so 2 Sekunden, 3 Sekunden, bis das Ding wirklich anfängt zu rollen. Sagt mir mal bitte, ob das bei euch genauso ist oder ob da von euch schon jemand irgendwie Erfahrung hat mit diesem Wagen. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Schreib's doch einfach drauf, du kannst doch das Bescheid geben. Wann, wie, wo. Aber ja, machen sie, dann steht ja Paket. Du hast auch ein Paket bekommen, glaube ich. Hast du gesehen, ne? Von Amazon. Ich habe euch einfach gar nicht mehr diesen Wagen gezeigt, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat. Ich hätte jetzt auch eine große Geschichte draus machen können und sagen, der Wagen war gar nicht so wie beschrieben. Aber ich würde sagen, man kennt es ja inzwischen. Leute wissen inzwischen, dass der Autohandel ein schwieriges Geschäft ist. Vor allem in solche Fahrzeuge, so keine Ahnung, 10, 15 Jahre alte Autos, 211er, 212er, wenn wir jetzt nur Mercedes reden. Ja, der war, also kurz und knapp, der Wagen war fünfte Hand. Im Inserat steht, dass der picobello ist, dass da nichts dran ist, dass er mal vorne einen kleinen Unfall hatte und deswegen dieses Hebeelement, wo die Haube hochgeht, dass da irgendwas leuchtet. Als ich jetzt angekommen bin, der Motor lief unrund, hinten die Dämpfer waren kaputt, das heißt, das Ding war komplett im Keller, überall nachlackiert, Sitz kaputt, Lenkrad sah aus wie 400.000 Kilometer. Die Fahrzeugbesitzer waren namentlich jetzt auch nicht unbedingt, sag ich mal, das Vorzeigebild, was man sich so wünscht oder vorstellt. Also auch schwierig. Ja, ist wie es ist. Ich bin da auch gar nicht böse drum. Das war jetzt nicht weit, das waren 10 Kilometer. Aber interessant auf jeden Fall, wie sowas eigentlich nie stirbt und wie auch dieses Auto bestimmt sich irgendwo drehen wird und irgendeiner dann einen Griff ins Klo haben wird. Naja, egal, ich quatsch viel zu viel. Wir gehen jetzt mal raus und gucken uns mal die Drosselklappe von dem 124er an, bauen die mal direkt aus und gucken mal, was das Ding für Probleme macht. So, Freunde, ich möchte euch mal an die Realität eines Oldtimer-Liebhabers mitnehmen. Ich habe jetzt total vergessen, nicht vergessen, aber es war noch sehr viel, drumherum. Deswegen habe ich euch jetzt nicht jeden Schritt hier, wie ich diese Drosselklappe hier bei diesem Fahrzeug ausgebaut habe, mitgenommen. Ich habe sie ausgebaut, habe mir nochmal anguckt, habe sie sauber gemacht, habe sie nochmal neu eingestellt, im Inneren auch. Weil die Leer zu hoch war, war sie tatsächlich sogar ein bisschen. Im Motorraum waren aber auch nicht wirklich alles richtig zusammengebaut, aber jetzt kann ich euch mal zeigen. Es ist, glaube ich, schon 19 Uhr abends und ich versuche das Ding zu starten. Ich habe inzwischen 2 Starterbatterien, aber offensichtlich
hat die einfach, also die hat mir jetzt schon, der Wagen hat mir jetzt schon effektiv gesehen, zwei Batterien leer gestartet. Ja, ich mache mal so Licht in mein Gesicht, dass man ein bisschen was sieht. Keine Ahnung, ob es gerade funktioniert. Ja, aber ihr könnt hier sehen, ist wieder alles eingebaut. Ich lade jetzt nochmal über Nacht die Batterie und hoffe einfach mal, dass das Ding dann morgen früh, wenn wir wieder ein bisschen mehr Licht haben, ganz normal startet. Wahrscheinlich habe ich dann auch wieder ein bisschen bessere Laune. Oder werde ich bestimmt, ich habe ja auch keine schlechte Laune jetzt. Aber es ist eisekalt. Ich hätte gerne, dass dieses Auto jetzt gestartet hätte. Einfach zum Spaß an der Freude. Ich lade die Batterien jetzt und wir sehen uns, glaube ich, am besten einfach nochmal morgen. Neuer Tag, neues Glück. Es ist schweinekalt und ich habe richtige Rückenschmerzen. Ich werde ein alter Mann und ich kann mich gerade nicht so wirklich beugen, sagt man ja, glaube ich. Deswegen hilft mir gerade Leo mal ein bisschen. Ich habe die Kabel ja noch hier gelassen. Die Batterie ist jetzt voll geladen. Drosselklappe ist immer noch eingebaut. Mal gucken, ob er jetzt gleich ein bisschen mehr Mucks macht. Warte mal, ich helfe dir kurz, Leo. Und runter ein bisschen. Jetzt. So, Haube ist auf. Wir klemmen das Ding einfach mal an. Ich glaube, hier habe ich einfach nur provisorisch drauf gesteckt, aber das passt alles. Ja, gucken wir mal, was das Ding jetzt kann. Oh, ich habe echt Rücken, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist minus Gott weiß wie viel Grad. Ich bin heute schon aus dem Bett aufgestanden und habe direkt gemerkt, naja, interessiert niemanden jetzt hier für das Auto. Wir gucken mal. Sag, wenn du soweit bist, Leo. Bist du soweit? Erste komische Sache übrigens, es leuchten nicht alle Leuchten. Aber naja, sei es drum. Irgendwas ist hier gewaltig faul bei diesem Auto. Nee. Nochmal. Macht richtig Spaß. Batterie muss tot sein. Okay. Weiter geht's. So, zweiter Versuch, neue Batterie direkt eingebaut. Oh, Leute, der alte Mann setzt sich wieder ins Auto. Ich muss den Schlüssel erstmal irgendwo wieder finden, den er vergraben hat. Moment, der ist irgendwo hier. So, und Versuch Nummer 2. Schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, Auto läuft ganz gut. Gucken wir mal, ob der den Leerlauf gleich fängt. Lassen wir den mal ein bisschen laufen. Ne? Gucken wir mal, MND schalten. Na also, da sind wir doch. MND geschaltet. Leerlauf ist top. So muss es sein. Jetzt fahren wir das Ding gleich noch mal eine Runde. Und dann haben wir das nächste Auto repariert. Abhaken, weiter geht's. Immer weiter. So muss es sein, Leute. Genau so. Nee, aber ist schön. Könnt ihr nochmal gucken. Leerlauf ist jetzt bei 900 Umdrehungen. Ich muss jetzt noch, wenn ich hier raus mich ekle, aber muss ich hier noch ein paar Sachen festschrauben. Aber dann ist diese Sache auch wieder abgehakt. Die Odyssee hat doch noch kein Ende hier. Wir können mal schauen, was ich jetzt oder was Leo und ich getestet haben, weil Leo hat mich aufmerksam gemacht, dass die Batterie ja, wo er den Pluskabel abgezogen hat, dass das Auto komplett abgestorben ist, was ja theoretisch sehen gar nicht sein kann, hat er recht, weil die Lichtmaschine muss ja laden. Macht sie nicht. Erstes Problem. Zweites Problem, schaut mal, wie das hier qualmt. Unabhängig davon, dass es kalt ist und der unserer Mund auch gerade was, also Rauch machen kann. Aber da ist irgendwas tatsächlich am Qualmen. Das heißt, wir müssen natürlich doch wieder tiefer rein in die Materie gucken, was da los ist. Vor allem auch gucken, warum die Lichtmaschine jetzt hier aktuell nicht lädt. Anlassleitungssatz haben die neu bekommen von uns. Wahrscheinlich was falsch angesteckt oder die Lichtmaschine hat einen Schlag. Müssen wir mal schauen, was jetzt hier noch das Problem ist. Jetzt sind wir gerade hier am Gucken. Das scheint wirklich dieser Qualm. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Schwer auf der Kamera tatsächlich,
Aber scheint auch irgendwie jetzt von dieser Lichtmaschinenseite zu kommen, weil hier qualmt jetzt gerade gar nichts mehr. Naja, das ist halt Alltag. So ist halt Alltag. Autos kommen ja nicht her, damit wir die begutachten, weil die so schön sind. Und dass wir die einfach nur anmachen, um laufen zu lassen. Sondern die kommen hierher, weil die meistens Probleme haben, die man irgendwie lösen muss. Das versuchen wir jetzt nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich euch dafür noch mitnehme. Seid einfach mal gespannt. Möchte euch doch nochmal wieder mitnehmen. Wir wollten das Ding eigentlich nur kurz auf die Bühne fahren und von unten gucken, ob alles richtig angeklemmt ist. Zeige ich euch mal, was da jetzt passiert ist. Ist er angesprungen? Was macht er jetzt? Aus. Liegt daran, dass Leo gerade hier vorne mit Bremsenreiniger steht. Mach mal was dazu. Gib mal wieder was dazu. Bitte. Bremsenreiniger. Heißt, Spritpumpe hat auch keinen Bock mehr. Okay, lass, alles gut. Wahrscheinlich hat sich sogar jetzt gefangen. Gucken wir mal, wie lange sie überlebt. Na, Bremsenreiniger und tschüss. Grüße an die Spritpumpe. Es geht weiter. Schieben vorwärts, rückwärts. Richtig Spaß. Euch doch live mit, gerade hochgehoben. Schaut euch das an hier. Super. Super. Läuft ja richtig gut hier. Wie bitte, Flo? Hab kein Wort verstanden, ja. Ah, Leute, heute wird ein richtig gutes Video. Merke ich gerade. So, wir haben gerade die Verkleidung abgemacht. Und falls von euch es Leute gibt, die hier einen 124er haben und noch Schrauben brauchen, gar kein Problem. Hier sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Muttern, Schrauben, alles am Start. Macht richtig viel Spaß so. Leo guckt schon, oh, mein Rücken, Leute. Leo guckt schon, aber ihr könnt sehen, was für eine Pfütze hier einfach los ist, wie viel Öl und Klima ist es hier gemischt und Kühlwasser ist es, glaube ich, das ist Kühlwasser, glaube ich, ne? Das ist keine Klima. Ich weiß gar nicht, ob der Klima hat. Doch, hat er Klima. Kühlwasser müsste sein. Guck mal hier kurz, Leo. Siehst du es hier, ob das? Ja, guck mal hier. Hier siehst du es schon. Hier tropft der Kühler komplett weg von oben auch noch, glaube ich. Aber auch Klimakompressor, wenn du mal schaust, der sieht auch nicht mehr wirklich. Der ist ja auch mehr grün als alles andere, oder? Was sagst du, Leo? Guck mal, der Kopf vorne vom Klimakompressor, siehst du das, wie grün der ist auch? Aber ich glaube, diese grundlegende Basis kommt hier vom Kühler, so wie das aussieht. So, dann schauen wir mal direkt weiter, live dabei. Anlasser, Leitungssatz. Guck mal hier kurz rüber, Leo, habt ihr das hier alles? Ist das Kabel da dran, da oben? Ja. Da oben ist eins dran, sieht man. Lichtmaschine. Ja, wir gucken mal weiter. Hier, komm mal hier nochmal ganz kurz her, Leo, bitte. Wir gucken jetzt mal, wie das Ding lädt, wann das lädt. Erstmal gucken wir nach der Spritpumpe und nach meinem Rücken gleich auch noch. Das soll ja kein Video über das Auto sein. Das soll ja einfach nur ein Alltagsvideo sein. Ihr kriegt es einfach mit. Ich würde sagen, jetzt wirklich nehme ich euch mit, wenn das Ding fertig ist. Ich verabschiede mich jetzt aus meinem Büro, da ich die Teile gerade hier bestellt habe. Könnt ihr schauen, Kühler und Generator wurden gerade bei Profiparts bestellt, bei uns hier in der Nähe, sind allerdings nicht lieferbar, das heißt, wir kriegen die erst morgen früh, solange bleibt das Ding jetzt auch noch auf der Bühne und so lange will ich euch aber nicht hinhalten, beziehungsweise mich auch selber nicht hinhalten. Das nächste Video, was kommt, es wird in Englisch kommen, habe ich mir jetzt fest vorgenommen, geht um den SL600, ich denke, das wird auch nochmal recht interessant, weil der kriegt eigentlich das Drumherum-Paket und der hat auch ein paar extra Ölprobleme. Die werdet ihr auch noch sehen oder habt ihr ja schon gesehen, die wir da auch noch versuchen werden zu bekämpfen. Von daher, wie immer, ich hoffe, ihr hattet Spaß, dieses Video zu gucken. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen gelacht und wieder ein bisschen was von unserem Alltag mitgenommen. Falls ihr einen kaputten Motorkabelbaum Drosselklappe habt, ruft uns gerne an. Schaut mal bei uns auf der Webseite. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Grüße an die Füße.
Machet gut. Oh mein Gott. Ciao. Fresh.